Bewährtes verbessern. Innovationen entwickeln. Wissen bündeln. Zum Wohle von Patienten. Dafür steht der Gesundheitskonzern Fresenius mit seinen 4 Unternehmensbereichen. Seit 100 Jahren arbeiten wir beharrlich daran, die Lebensqualität kranker Menschen zu verbessern. In dieser Tradition folgen wir unserem Firmengründer Eduard Fresenius. In Frankfurt am Main besitzt seine Familie die im Jahr 1462 gegründete Hirschapotheke. Hier legt er den Grundstein für den heutigen Gesundheitskonzern Fresenius. Denn das Laboratorium der Apotheke ist schon bald zu klein. Für die großen Ideen des Inhabers. 1912 gründet Fresenius ein chemisch-pharmazeutisches Unternehmen. Zunächst stellt er vor allem dringend benötigte Infusionslösungen her. Als Eduard Fresenius kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stirbt, übernimmt seine Ziehtochter und Erbin Else Fernau, die spätere Else Kröner, die Geschäfte. Mit einem anfangs kleinen Mitarbeiterkreis bringt die junge Apothekerin rasch große Entwicklungen auf den Weg. Zu den Infusionen kommen bald zahlreiche Spezial- und Ernährungslösungen hinzu. Sie bilden die Basis für den heutigen Unternehmensbereich Fresenius Kabi. In den Folgejahren wächst die Produktion und wird automatisiert. Hinzu kommen medizintechnische Produkte wie Ernährungspumpen und Infusionspumpen. All diese Innovationen helfen kranken Menschen. Ein weiterer Schwerpunkt: Seit den 60er Jahren setzen die Fresenius-Entwickler alles daran, die schwierige Situation nierenkranker Menschen zu verbessern. Weltweit, auch in Deutschland, fehlen Dialyseplätze. Die Behandlung dauert bis zu 15 Stunden und ist mit zahlreichen Risiken verbunden. Fresenius importiert zunächst Dialysegeräte. Über die technische Wartung und den ständigen Austausch mit Ärzten und Pflegepersonal erwerben die Mitarbeiter Know-how. Ab Mitte der 70er Jahre baut Fresenius eigene Geräte. Ein Durchbruch in der Medizintechnik erfolgt in den 80er Jahren. Fresenius entdeckt den Kunststoff Polysulfon für die Dialyse und entwickelt auf dieser Basis neue Filter. Diese sind fast so effektiv wie die menschliche Niere und erweisen sich als Segen für die Patienten. Der große Erfolg dieser Dialysatoren eröffnet auch dem Unternehmen neue Perspektiven. Dass diese Perspektiven im großen Stil verfolgt werden können, ist der 1983 gegründeten Else Kröner Fresenius Stiftung zu verdanken. Else Kröner vermacht der Stiftung 1988 ihr gesamtes Vermögen mit der Auflage, das Unternehmen in seiner Gesamtheit zu erhalten. Mit der Stiftung als verlässliche Hauptaktionärin gelingt es Fresenius, weiter zu expandieren. 1996 übernimmt Fresenius das amerikanische Unternehmen National Medical Care und wächst damit in den Bereich der medizinischen Dienstleistung. Fresenius Medical Care ist heute Weltmarktführer bei Dialysegeräten, Dialyseprodukten und zugleich der größte Betreiber von Dialysezentren. Seit den 90er Jahren erschließt Fresenius das neue Geschäftsfeld Planung, Bau, Ausstattung und Management von Krankenhäusern. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen als Dienstleistungspartner öffentlicher Klinikträger. Der 1982 gegründete Unternehmensbereich Fresenius Vamed ist heute weltweit führend in diesen Aufgabengebieten. 2001 folgt der konsequente Schritt, selbst in das Krankenhausbetreibergeschäft einzusteigen. Nach dem Kauf der Wittgensteiner Kliniken erwirbt Fresenius 2005 die Helios Kliniken. Heute ist Fresenius Helios einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland und versorgt seine Patienten auf höchstem medizinischem Niveau. Das einzigartige Qualitätsmanagement in den Kliniken rettet nachweislich Menschenleben. Mit Mut, Innovationsgeist und dem unbedingten Glauben an Erfolg bringen wir inzwischen weltweit die Gesundheitsversorgung voran.
lange bevor andere die Wachstumsmärkte in Asien, Lateinamerika und Osteuropa für sich entdecken, ist Fresenius mit eigenen Tochtergesellschaften vor Ort. Heute ist Fresenius in mehr als 150 Ländern präsent und betreibt über 80 eigene Produktionsstandorte. Alle Unternehmensbereiche bei Fresenius haben ihre eigene erfolgreiche Geschichte. Und alle arbeiten daran, Patienten in höchster Qualität zu versorgen und Therapien bezahlbar zu gestalten. Fresenius Medical Care verfolgt das Ziel, der weltweit steigenden Zahl von Dialysepatienten auch weiterhin Zugang zu einer umfassenden Versorgung zu ermöglichen. Fresenius Kabi bündelt seine Kompetenzen in den Bereichen klinische Ernährung, Infusionstechnik und intravenös zu verabreichende Medikamente. Ein großes Ziel ist es, Krebspatienten optimal zu therapieren. Fresenius Helios stellt auch in Zukunft seinen Patienten medizinische Innovationen zur Verfügung. Denn der frühzeitige Einsatz modernster Technologien ist für den Klinikbetreiber eine Selbstverständlichkeit. Fresenius Vamed arbeitet daran, die Infrastruktur im Gesundheitswesen in allen Regionen der Welt weiterzuentwickeln. Auf der ganzen Welt arbeiten inzwischen über 160.000 Menschen für Fresenius. Mit Forschergeist, Engagement und Ausdauer verfolgen wir weiter das Ziel, Meilensteine in der Medizin zu setzen, im Dienst am Menschen und seiner Gesundheit. Denn dafür stehen wir seit 100 Jahren.